Waren an Bord. Die Polarstern bahnt der Forschung den Weg ins Eis. Sie kann jede Region der Weltmeere erreichen und befahren. Seitdem sie 1982 in Dienst gestellt wurde, hat sie mehr als 3 Millionen Kilometer Strecke für die Forschung zurückgelegt. Die Polarstern ist das Arbeitspferd der deutschen Polarforschung und auch im internationalen Vergleich eines der leistungsfähigsten Forschungsschiffe seiner Klasse. Dies ist das Herzstück des Schiffs, der Maschinenraum. Hier dröhnen die 4 Hauptmotoren, die mit insgesamt 20.000 PS Leistung die 2 Schiffsschrauben der Polarstern antreiben. Es ist laut, warm und es gibt kein Tageslicht. Traditionell erhalten Schiffsmaschinen oft Eigennamen. Auf der Polarstern heißen die Hauptmotoren Frieda, Dolly, Bodil und Maria. Alle 4 Dieselmotoren kommen aber nur in Extremsituationen gleichzeitig zum Einsatz. Zum Beispiel, um meterdickes Eis zu brechen. Für diese Rammfahrten auf das Eis benötigt die Polarstern besonders viel Kraft. Im Maschinenraum ist das Tragen von Schutzanzügen und Ohrenschützern Pflicht. Auch andere Maschinen wie die Müllverbrennungsanlage, Entsalzungsanlage und Schmutzwasserreinigung werden im Maschinenraum rund um die Uhr am Laufen gehalten. So wird die Polarstern zu einem autarken System, das möglichst keine Schadstoffe in den Polarregionen und Weltmeeren hinterlässt. Gleich neben dem Maschinenraum mit den Motoren befindet sich der Maschinenleitstand. Von hier aus werden die Maschinen und Motoren überwacht, aber auch die gesamte Polarstern wird im Blick behalten. Auf einem der Bildschirme siehst du beispielsweise die Übertragung von einer Kamera, die das Heck der Polarstern mit dem Heckgalgen zeigt. Vom Herzstück des Schiffs in sein Nervenzentrum. Jetzt stehen wir auf der Brücke, die sich über die gesamte Schiffsbreite erstreckt. Von hier aus wird die Polarstern gesteuert. Alle Fäden laufen hier zusammen. Die Brücke ist, ähnlich wie der Maschinenraum bzw. Leitstand, rund um die Uhr besetzt. Schönen Nachmittag. Schönen Nachmittag. Wie schief mit unserem Zeitplan? Ja, läuft gut. Kommt gut voran. Derzeit ist das Wetter gut und die See ruhig, aber das ist nicht der Regelfall. Und wenn die Polarstern erst im Eis ist, lauert ständig die Gefahr von Eisbergen und großen Eisschollen. Wenn es dunkel oder neblig ist, verbessern deshalb ferngesteuerte Eisscheinwerfer die Sicht. Sollte trotzdem ein Notfall eintreten, kann das Schiff durch die Schottenschließanlage in 6 getrennte Bereiche abgeriegelt werden, sodass sich eintretendes Wasser nicht im Schiff ausbreiten kann. Zahlreiche technische Geräte wie Radarsysteme, unter anderem auch ein Eisradar, GPS, eine elektronische Seekarte und Computer unterstützen den Kapitän und seine Crew bei der Schiffsführung unter allen Witterungsbedingungen. Das Arbeitspferd der Polarforschung ermöglicht es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sicher in ansonsten unerreichbare Regionen zu gelangen. Fahren an Bord der Polarstern bedeutet, der Forschung den Weg zu bahnen, auch in die unwirtlichsten Regionen der Erde. Hierfür benötigt es leistungsfähige Maschinen, einen ständig besetzten Kontrollstand und eine spezialisierte, erfahrene Crew.